Schwimmend versuchen sie, italienisches Festland zu erreichen. Mitarbeiter der Open Arms holen die verzweifelten Bootsinsassen zurück an Bord. Dort ist die Lage zunehmend angespannt. Deshalb schlägt das Rettungsschiff das Angebot der spanischen Regierung aus, nach Andalusien weiterzufahren. Violencia, Panico. Wir warnen schon seit Tagen. Menschen springen ins Wasser, Streitigkeiten, Angst, Panikattacken. Was braucht es noch? Was noch? Tote? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Gut 950 Seemeilen sind es vom italienischen Lampedusa bis in den Hafen von Algeciras in Spanien. Die Crew der Open Arms rechnet mit etwa 5 Reisetagen. In ihrer 2,5-wöchigen Irrfahrt hatte die Open Arms bis zu 160 Migranten an Bord. Kranke und Minderjährige durften das Schiff bereits verlassen. Einige kamen sogar in Italien an Land. Die übrigen Geretteten harren in der Enge aus. Einige sollen bereits damit gedroht haben, Selbstmord zu begehen. Erfolgversprechend scheint das Warten auf ein Umschwenken der italienischen Behörden aber nicht zu sein. Innenminister Matteo Salvini wirft der Besatzung vor, die Situation bewusst auszureizen. Warum geht die Open Arms nicht nach Spanien? In 18 Tagen ist sie 3-mal von Ibiza und Formentera zurückgekehrt. Dies ist ein politischer Kampf für sie. Italiens Verkehrsminister hat Hilfe für die Überfahrt in Aussicht gestellt. Ein italienisches Schiff könnte die Open Arms begleiten und Unterstützung liefern. Spanien bietet außerdem eine Alternative an. Die Seenotretter dürften nun auch den nächstgelegenen spanischen Hafen auf Menorca ansteuern.